Mit einer majestätischen Parade zu Wasser wird Bundespräsident Heinz Fischer und seine Gattin in Ried am Wolfgangsee begrüßt. Nach seiner Eröffnungsrede bei den Salzburger Festspielen ließ es sich das Staatsoberhaupt nicht nehmen, dem Ferienort zu seinem 100-jährigen Bestehen zu gratulieren. Hallo, aus Brüssel. Brüssel? Ja. Und sprichst du gut Deutsch? Ich bin Österreicher. Über 40.000 Kinder und Jugendliche durften bereits hier auf diesem herrlichen Areal unbeschwerte Sommerferien verbringen. Im Vordergrund steht der Gemeinschaftssinn der Teilnehmer, die immerhin aus über 19 Ländern kommen. Wir sind ein sehr dynamischer Verein, wobei uns die Tradition durchaus auch wichtig ist. Wir können hier oder konnten hier aufbauen auf sehr viel gute Entwicklungsarbeit unserer Vorgängerinnen und Vorgänger, allesamt ehrenamtliche Mitarbeiterinnen. Das ist auch ein besonderer Aspekt des Vereins, die Ehrenamtlichkeit. Alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und wir haben hier im Sommer etwa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen, alle ehrenamtlich. Das heißt, die Leute sind auch mit Herz dabei. Diesen starken Gemeinschaftssinn soll der Bundespräsident nun aber selbst erleben. Mit Booten, die noch aus der K&K-Monarchie stammen, wird nun ein Schauspiel vorgeführt, das die Gäste in wahres Staunen versetzt. Wir lernen den Schülern und Schülerinnen rudern. Mit diesen Booten, wir lernen den älteren Schülern, wie man mit diesen Booten kommandiert, wie man mit den Booten umgeht, wie ein Boot dreht, weil es ist immer ein bisschen anders als mit dem Fahrrad. Wir sagen immer, ein Fahrrad dreht vorne, ein Boot dreht mit dem Heck. Und diese taktische Übung, die man vorhin gesehen hat, die haben wir ungefähr eine Woche lang geübt, und zwar dreimal, das dauert immer ungefähr eine Stunde. Und unsere Schüler sind mittlerweile schon so weit, dass sie das dann umsetzen können. Kinder sollen Gemeinschaft erleben, und gerade im Bootswesen sehen sie und erleben sie ganz hautnah, wie wichtig es ist, dass einer auf den anderen Rücksicht nimmt und dass man so ein schweres Boot, wir reden davon etwa 1,5 Tonnen, nur gemeinsam bewegen kann und überhaupt so eine Veranstaltung durchführen kann. Als Dank für die großartige Darbietung gibt es noch ein paar Erinnerungsfotos und eine Signierung.